Ja, wir sind hier im Hilton Hotel zur ersten Tarifverhandlung mit dem Arbeitgeberverband Stahl und haben jetzt die Tarifrunde Stahl eingeläutet und verhandeln halt über Löhne, Gehälter, Altersteilzeit, Beschäftigungssicherung und die vermögenswirksamen Leistungen für die Auszubildenden. Wir fordern 5% mehr Geld. Wir fordern eine Erhöhung der Altersteilzeitquote von 4% auf 5%. Wir fordern altersvorsorgewirksame Leistungen für die Jugendlichen, für die Auszubildenden. Und das sind faire und gerechte Forderungen. Ich denke mal, dass wir hier eine Forderung beschlossen haben, die mehr als berechtigt ist. Von daher denke ich mal, liegt es jetzt an uns, dass wir diese Forderung auch konsequent durchsetzen. Die Kollegen leisten gute Arbeit. Einige Werke sind voll ausgelastet und laufen bei fast 100%. Und diese Arbeit muss einfach angemessen entlohnt werden. Wir haben vorgestellt unsere wirtschaftliche Begründung zu den Forderungen. Das waren starke Argumente, die konnten sie nicht widerlegen. Und es ist kein Angebot von der Gegenseite heute gekommen. Wir haben uns vertagt auf nächste Woche. Wir treffen uns am 28. wieder. Und dort erwarten wir ein Angebot von den Arbeitgebern. Und zwar ein Angebot, das wir nicht mit der Lupe suchen müssen.